Ey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zur vierten Folge Jagd auf Rang 1 in der sechsten Saison. Wir sind hier weiterhin mit der T61 unterwegs. Oh, dort haben wir uns doch jetzt in der letzten Folge auf Rang 5 vorgekämpft. Jetzt geht's von Rang 5 auf Rang 1 hoffentlich relativ schnell. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall die Kapitänsgelung sehen wollt, einmal die erste Folge dieser Saison anschauen. Und ich würde sagen, wir machen wieder heute drei Gefechte und starten jetzt mal direkt ins erste. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Land des Feuers. Mit dabei wieder der JC Gameplay in der Bajoni. Schaut auf jeden Fall auch mal in die Videobeschreibung. Dort ist sein Kanal verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei und lasst dort auch mal ein Abo da. Und ja, wir haben hier eine Fubuki auf unserer Seite. Bauen wir mal zwei Kreuzer, drei Schlachtschiffe im Gegnerteam. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. Machen wir ihnen das Leben schwer. So, die Fubuki fährt jetzt leider hier auf unserer Seite rüber. Wenn man natürlich auf der linken Seite startet. Allein um das fürs Team schon einfacher zu machen, sollte man halt auch nach links fahren oder halt in der Mitte bleiben. Ich bin halt rechts gestartet und der andere Zerstörer will jetzt halt zu meiner Position quasi, was halt nicht viel Sinn macht. Daher drehe ich jetzt auch ab und fahre halt Richtung B zumindest. Richtung A zu fahren, das würde für mich zu lange dauern, von daher lohnt sich das nicht. Und ja, schauen wir mal. Wir sind mittlerweile auch schon auf Rang 4 angekommen. Wir hatten ein paar relativ langweilige Matches von Rang 5 nach 4. Eine Niederlage hatten wir auch dabei. Da habe ich einfach auch, oder wir als Division, nicht gut gespielt. Wir haben auch beide den Stern verloren. Aber wir sind auf jeden Fall aktuell Rang 4. Ich glaube, einen Stern haben wir hier schon, dass ihr ungefähr Bescheid wisst. Und das wäre dann quasi der zweite Stern in Rang 4, falls wir hier gewinnen. Okay, da kamen direkt Torpedos. In Ordnung. Binden jetzt hier auch mal das Sonar. Rechts haben wir nämlich auch nochmal die Funkortung. Da hauen wir einfach mal unsere Torpedos rüber. Sehr wahrscheinlich fährt dort halt ein Zerstörer hin. Versuchen aber jetzt, ja, im C ist auf jeden Fall schon mal ein Zerstörer drinne. Der andere Zerstörer, der wahrscheinlich die Torpedos hier reingeworfen hat, der ist dann danach nach A gefahren. Vermute ich zumindest mal. Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass wir dort was treffen. Funkortung springt jetzt auch um. So, aber wir haben das B-Cap eingenommen. Unsere Fubuki blockiert wenigstens das C-Cap. Das heißt, von den Punkten her haben wir sogar einen minimalen Vorteil. Ja, da ist die Fubuki. Ja, Torpedos von uns waren gar nicht so schlecht, aber wir hatten einfach die Reichweite nicht. So, was macht die Fuso hier? Fährt auf jeden Fall vorwärts. War aber kurz noch die Torpedos, weil ich denke mal, dass er gleich drehen wird. Daisy hier leider schon hart kassiert. Jetzt hier auch mal unsere Fubuki zurück. Er nimmt halt gerade das Cap ein. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Gegner dort pushen. Die müssen halt zu uns kommen. Wir haben gerade alle Vorteile, die wir haben wollen. Zwei von drei Caps kontrollieren wir. Da gibt es halt keinen Grund, einfach dann zu aggressiv reinzugehen und das Schiff halt wegzuwerfen. Fubuki dreht auch, macht da gut. So, Fuso bleibt da hinter der Insel. Wir müssen halt ein bisschen hier auf die Bajoni aufpassen. Die hat möglicherweise Radar dabei. Okay, Bajoni hat kein Radar dabei. Ihr seht oben auf der Minimap, dort ist gerade das Flugzeug aufgepoppt. Da wissen wir auf jeden Fall jetzt schon mal Bescheid. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht den Radarsicherheitsabstand halten. Das ist in Ordnung. Sonst wären wir nämlich jetzt schon in der Radarreichweite, aber er hat ja das Flugzeug.
Und wir versuchen jetzt wenigstens da gegen die Fuso ein bisschen was zu treffen. Leider hier unser Schlachtschiff auch schon gut was kassiert. Gucken wir mal, na, vielleicht treffen wir da den einen oder anderen Torpedo. Das sind halt so die Situationen, wo man sich dann manchmal auch wünscht, halt einen Zerstörer zu haben, der Einzeltorpedos hat. Ja, aber dann auch, die Torpedos sehen ganz gut aus. Vier Stück gehen rein. Jo. Sehr geil. Das sind schon mal 36.000 Schaden. Und er flutet sogar. Vielleicht hat er vorher sogar noch das Schadensbegrenzungsteam schon eingesetzt gehabt. Ja, immer noch 40.000 Schaden schon erreicht. Das ist top. So, dort haben wir halt noch den Zerstörer. Müssen halt aufpassen, ne? Wenn wir jetzt hier aufgehen. Wir haben jetzt hier vier gegnerische Schiffe. Okay, die Fuso, die wurde jetzt auch gefinished von der Fubuki. Leider haben wir jetzt hier auch unsere Arizona verloren. So, dort haben wir die T-61. Ja, wir nutzen jetzt hier einfach mal den Nebel. Einfach weil vier Schiffe auf dieser Seite sind und ich habe halt keinen Feuersupport, den ich hier erwarte. Dementsprechend möchte ich hier gar nicht anfangen, den Gunfight zu starten, auch wenn er vielleicht weniger Leben hatte. Aber er hat halt, ja, wie ihr seht, drei weitere Schiffe hinter sich und unsere Schiffe, die fahren halt Richtung Mitte oder Richtung C rüber. Von daher musste ich jetzt hier leider meine Smoke opfern, aber bevor ich jetzt hier die Hälfte oder noch mehr von meinem Leben wegwerfe, gehen wir hier auf Nummer sicher. Wie gesagt, das Gegnerteam ist halt das, was kommen muss. Ne? Wir haben hier immer noch das B- und C-Cap. Von den Schiffen ist alles ausgeglichen. Gibt halt keinen Grund, jetzt hier aggressive Manöver zu machen, ohne dass es halt notwendig ist. Wir spielen das hier einfach so sicher wie möglich runter, um den Sieg zu kriegen. Da haben wir die T-61. Jetzt können wir hier aber ein bisschen auf der Entfernung ein bisschen rumballern, das ist in Ordnung. Sind die Kreuzer halt auch alle weit weg, das Schlachtschiff kann eh nicht auf uns schießen. Wir jetzt wenigstens hier ein bisschen unseren Zerstörer supporten. Aber unser Zerstörer hat jetzt wahrscheinlich genau den Fehler gemacht, den ich gerade angesprochen habe. Er war zu dicht an den Gegnern dran und hat dort halt das Ballern angefangen. Und jetzt ist er halt rausgeschossen worden, ohne irgendwie wirklich was gemacht zu haben. Das war halt nicht der beste Move, aber gut. Von den Punkten her sieht es immer noch gut aus. So, wir hauen jetzt hier vielleicht einfach mal die Torpedos raus. Falls die Warspite sich entscheidet, einfach nochmal wieder nach vorne zu pushen, weil es gibt keinen Grund für ihn nicht nach vorne zu pushen. Kommt halt drauf an, wenn er langsam nach vorne pusht, dann laufen die Torpedos leider aus. Wenn er halt wirklich Gas gibt und merkt, oh, wir sind immer noch hinten, wir müssen was machen, dann nimmt er eventuell da ein paar Torpedos mit, wenn wir Glück haben. So, gegnerische Normandie ist aber wenigstens jetzt raus. Immerhin. So ist es von den Schiffen wieder ausgeglichen. 200 Punkte sind wir vorne. Unser Sieg ist in Sicht. So, sagen die Torpedos. Da kommt die Warspite. Sie hat nach vorne gepusht, aber... okay, knapp vor der Warspite ausgelaufen. Das ist schade. Da wahrscheinlich mit halber Geschwindigkeit oder so nach vorne gefahren. Aber gut, das stört nicht wirklich. Wir haben in 14 Sekunden haben wir die nächsten Torpedos wieder am Start. Versuch war es auf jeden Fall wert und manchmal hat man damit halt Erfolg und landet dort halt einfach unerwarteten Schaden. Aber wir haben jetzt hier erstmal die Fubuki gefunden. So, hauen nochmal die Torpedos Richtung Warspite raus. Nutzen jetzt hier gegen die Fubuki unser Sonar. Haben leider unsere Smoke nicht ready, sonst könnten wir hier nochmal deutlich mehr machen. Einfach einsmoken und ihn runterballern. So sind wir halt jetzt auch selber die ganze Zeit aufgeklärt. Aber die Fubuki, die hat jetzt schon gut was kassiert, definitiv. Wir haben zwar auch ein bisschen Leben verloren, aber passt schon. Ah, leider ist die Warspite ein bisschen schnell. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Gegnerteam führt jetzt sogar von den Schiffen wieder. Und die Zerstörer, die möchten jetzt auch langsam das B-Cap haben. Fubuki konnten wir eben wieder raustreiben. Aber die T-61 ist jetzt drin. Ne? 60.000 Schaden mittlerweile erreicht. Wir haben auch noch irgendwo ein Feuer drauf. Wurde es gerade repariert. Und vom Leben her sieht es gar nicht mehr so gut aus bei unserem Team.
Der JC war ja schon relativ früh im Gefecht fast tot. Ja, aber Warspite hat jetzt gut was kassiert. So, versuchen jetzt aber nochmal vorsichtig rückwärts in die Gegner reinzufahren. Warum rückwärts? Einfach, damit wir halt vorwärts schnell wieder rausbeschleunigen können. Und wenn es zu brenzlig wird, halt trotzdem überleben. Torpedos auf Steuerbord. Ja, irgendwo waren Torpedos da von der Fubuki. Torpedos auf Steuerbord. So, 880 Punkte erreicht. Wir können jetzt nochmal es wagen. Hier vielleicht nochmal das Cap blockieren. Beide gegnerischen Zerstörer sind halt auch fast tot. Also, Johnny ist auch fast tot. So, dort haben wir die T61. Haben ein bisschen einen besseren Kapitän, deswegen können wir sie hier ein bisschen outspotten. Schießt jetzt auf uns. Ich möchte aber wieder zugehen, deswegen schießen wir jetzt nicht zurück. Eine Salve, die kann ich verkraften. Aber, rutscht er jetzt aus dem Cap raus? Das wäre ja lustig. Haha, okay. Weil er auf mich geschossen hat, war nicht ganz aufmerksam und ist aus dem Cap rausgerutscht. Umso besser. Dann haben wir jetzt wieder zwei Caps, die Punkte geben und die 1000 Punkte sind auch schon relativ nah. Ein Torpedofächer haben wir noch hinterhergehauen, aber ja, Fuso fast tot. Also unser ganzes Team ist halt fast tot. Also ist echt eine knappe Sache hier. Aber die Bajoni ist jetzt auch raus und damit haben wir jetzt auch die 1000 Punkte erreicht und den Sieg. Sehr schön. 60.000 Schaden hier in der Runde gemacht. Das meiste natürlich gegen die Fuso. Das war, glaube ich, mit einer Torpedosalve 50.000. 27 Zieltreffer, 4 Torpedotreffer, 5 Ausfälle, ein Brand, ein Wassereinbruch, ein Solo-Cap geholt. Und hier auf jeden Fall auch eine gute Teamleistung, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön. Im Gegnerteam auch, ja, die ersten 3-4 Spieler ordentlich gespielt. War echt ein knappes Gefecht. Also auf beiden Seiten kein Spieler, der wirklich richtig schlecht war oder richtig gut war, sondern wirklich schön ausgeglichen. Und am Ende haben wir es halt einfach durch die Caps runtergespielt. Sehr, sehr solider Sieg hier auf jeden Fall. Und es gab natürlich auch einiges an Kreditpunkte. Und die Erfahrung nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins zweite Gefecht für diese Folge. So, wir sind im nächsten Gefecht hier. Im Gegnerteam Doppel-T61 in der Division. Das kann auf jeden Fall hart werden. Auch eine Bajoni. Okay. Mit dabei natürlich wieder der JC Gameplay hier. Schauen wir mal, was geht. Wir haben noch eine Fubuki. Fubuki startet auf der linken Seite. Es passt. Okay. Ja, die Fubuki fährt Richtung A, wie es aussieht. Das passt. Wir sind hier auch direkt geortet, das heißt, ja, eine von den T61 oder beide vielleicht sind auf jeden Fall relativ dicht bei uns, was natürlich am Start immer ganz klar so ist. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier versuchen, das B-Cap zu holen. Fubuki fährt halt nach Arum, von daher bin ich mal gespannt, ob die gegnerischen Zerstörer sich aufteilen oder ob sie halt zusammen rumfahren. Dadurch, dass sie halt in der Division sind, ist die Chance ja doch sehr hoch, dass die vielleicht gemeinsam hier fahren. Von daher müssen wir ultra, ultra doll aufpassen. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Und dadurch, dass sie halt mit den Drehen und Anvisieren-Skill spielen, ist es natürlich nochmal für uns ein bisschen schwieriger, weil sie halt genau wissen, in welcher Richtung ich mich aufhalte. So, wir machen hier auf jeden Fall auf Nummer sicher. Wir nutzen jetzt hier schon mal das Sonar. Versuchen jetzt hier ins Cap reinzufahren. Hauen jetzt hier mal ein paar... Funkordnung zeigt halt ein bisschen nach rechts. Ja doch, wir hauen jetzt hier mal ein paar Torpedos Richtung Funkordnung raus. Und ich stehe hier sehr, sehr ungünstig, deswegen müssen wir jetzt hier leider... Einmal ein bisschen drehen. Bleiben aber hier noch ein Cap drin. Noch ist es nicht blockiert. Links war schon der eine Zerstörer gespottet. Torpedos, achte aus. Und dort kommen Torpedos. Okay, Cap ist blockiert. Jetzt hat auf jeden Fall Priorität hier
die Torpedos auszuweichen, auch wenn ich jetzt hier mal kurz aus dem Cap rausfahre. Okay, es passt alles soweit. Safety first hier. Ich bin jetzt ja rückwärts wieder reinfahren ins Cap. Und wir haben sehr wahrscheinlich beide Zerstörer hier. Der links, ja, da kommen die anderen Torpedos. Also wir haben auf jeden Fall beide T-61 hier im Cap. Das ist natürlich ultra hart. 2 gegen 1. Die sich halt auch... Okay, wir sind jetzt auch gespottet. Beide auch mit richtig starken Kapitänen hier unterwegs. Nutzen jetzt hier auch unsere Nebelwand. 2 gegen 1, da brauchen wir nicht lange überleben. Okay, die T-61 nutzt auch ihren Nebel. Das ist gut. War es halt nicht ganz umsonst. Aber, ja, sie werden wahrscheinlich hier mit Sonar reinpushen. Meins ist halt leider jetzt schon auf Cooldown. Bin mir ziemlich sicher, dass einer von beiden auf jeden Fall noch das Sonar ready hat. Da ist es auch schon. Ich hoffe aber einfach, dass wir auch ein bisschen Feuersupport hier bekommen. Okay, der eine ist jetzt hinter der Insel. Der macht uns leider mit dem Sonar auf. Aber wir können jetzt versuchen, hier einen 1 gegen 1 Kampf mehr oder weniger zu machen. Wir werden jetzt hier auch nicht zugehen. Schöne Salve von einem Schlachtschiff wahrscheinlich. Hat die T-61 hier kassiert. So, das war eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben jetzt hier ja, 8000 von unserem Leben gegen 6600 vom gegnerischen Leben getauscht. Ist natürlich für die Gegner besser, wobei wir halt auch oben jetzt nochmal ein bisschen Feuerschaden haben. Aber es war halt ein 2 gegen 1 hier in Cap. Dementsprechend ja, ist das natürlich schon gut. So, hier haben wir wieder die T-61. Hat immer noch das Sonar. Wir müssen jetzt einfach außerhalb der 4 Kilometer rauskommen, um zuzugehen. Das ist jetzt hier meine Idee und wir sind zu. Haben natürlich jetzt weitere, ja, Leben verloren. Mittlerweile schon 12.000. Und nur 9.000 Schaden gemacht, aber... Gegner haben jetzt hier auch alle ihre Verbrauchsmaterialien, die Zerstörer, rausgeholt. Von daher müssen wir jetzt halt einfach vorsichtig sein. Hoffen, dass unser Team dort einfach, dass wir die beiden Zerstörer jetzt hier bei einem Cap binden. Dass unser Team dort halt einfach einen Vorteil draus zieht. So, unser letzter Fächer, den haben wir nach der Funkortung rausgehauen. Ja, wahrscheinlich auch. Deswegen waren die jetzt hier so knapp. Aber jetzt ist sicherlich sein Sonar ausgelaufen, weil der hat uns ja die ganze Zeit gerade mit dem Sonar aufgemacht. Und daher, vielleicht überraschen ihn die Torpedos hier. Da rechts ist wieder der zweite Zerstörer. Und da hinten... Oh, die Torpedos sehen gut aus, Leute. Haha, nice. Damit haben wir schon mal den ersten Zerstörer rausgenommen und der zweite hat auch nicht mehr viel Leben. Hier haben wir ihn gespottet. Jetzt ist unser Team jetzt hier mal ein bisschen im Vorteil und die Fuso holt jetzt hier auch den Finish. Sehr, sehr geil. 20.000 Schaden. Das war auf jeden Fall ordentlich hier. Und damit ist das Gefecht jetzt auch sehr wahrscheinlich gewonnen. Inzwischen hat unser Team das A-Cap eingenommen, dort auch einen Kill gemacht. Die Bayern ist auch fast tot. Und unsere Fubuki, die hat natürlich Spaß gehabt, dieses Game, vermute ich mal. Dadurch, dass die Fubuki einfach frei spielen konnte, keine Zerstörer hatte, die sie gejagt haben. Hat zwar auch einiges an Leben verloren, aber das passt. Kriegt jetzt auch noch das B-Cap. Obwohl ich hier eigentlich die meiste Arbeit gemacht habe. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass wir dieses Gefecht hier noch verlieren können. Ich werde wahrscheinlich gar nicht so weit oben stehen in dieser Runde, weil... Ja, viel habe ich halt auch nicht gemacht, außer die zwei Zerstörer geholfen, dass sie rausgehen. Was natürlich der Schlüssel zum Sieg war, falls es einen Sieg wird. Wenn wir dieses Gefecht halt verlieren, dann können wir das halt nur aus eigener Doofheit verlieren, sagen wir es mal so. Die zwei Zerstörer haben zwar beide wenig Leben, aber ohne gegnerische Zerstörer haben wir dort keine große Gefahr.
Außer vom Kreuzer halt ein bisschen, aber ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier nochmal den einen oder anderen Torpedotreffer machen. California fährt nach vorne. Funkortung zeigt da irgendwie hin. Das ist irgendwie komisch. Ja, unsere Torpedos sehen gut aus. Zwei Stück treffen. Sehr schön. Und jetzt dreht er genau in die Fubuki-Torpedos rein, weil er versucht hat, unseren auszuweichen. Nebelwerfer gestartet. Unser Sieg ist in Sicht. So, nutzen jetzt hier auch nochmal schnell unseren Nebel. Den werden wir wahrscheinlich in der Runde eh nicht mehr brauchen. California hier rausgeht, sehr schön. Hat leider hier aber noch den JC erwischt, ärgerlich. Aber die Runde ist durch, definitiv. Feuer gemacht, sehr gut. So, wie sehen die Torpedos aus? Da kommen so viele Torpedos, die arme Fuso. Ich glaube, die Fubuki trifft jetzt hier mit zwei. Oder ein. Ja. Die Fuso ist jetzt hier auch raus. Perfekt. Unsere Torpedos kommen dort gar nicht mehr an. Dodge da sowieso. Na komm. Oh. Jetzt werden hier vom eigenen Schlachtschiff aus der Smoke rausgeschoben. Zum Glück war die Fuso schon tot, sonst wäre das jetzt wahrscheinlich unser Tod gewesen. So, versuchen wir jetzt hier noch die Bayern rauszunehmen. Perfekt. Und damit ist das Gefecht natürlich jetzt schon ganz, ganz sicher gewonnen. War eigentlich schon durch, nachdem die zwei Zerstörer im Gegnerteam draußen waren. Das war quasi die Niederlage für die Gegner. Eine Dallas haben wir dort noch über. Aber ohne Aufklärung wird die halt auch nicht mehr viel machen. Sehr schön. Holen wir uns hier auf jeden Fall den nächsten Stern. In Rang 4. Punkte brauchen wir noch. Wahrscheinlich wird sogar die Fubuki auf den ersten Platz landen. Sie hat das A-Cap ja eingenommen. Später hat sie sogar noch das B-Cap eingenommen, weil wir nicht schnell genug zurückkamen, wo wir da gegen die zwei Zerstörer gefightet haben. Und auch noch einiges an Torpedotreffern hat er gelandet. Schöne Runde auf jeden Fall von der Fubuki. Und da haben wir auch schon gewonnen und bekommen hier den nächsten Stern. Und Rang 3 erreicht. Sehr geil. Knapp 50.000 Schaden ist in Ordnung. 77 Zieltreffer, 4 Torpedotreffer, 4 Ausfälle, ein Schiff zerstört, 2 Brände, 4 Wassereinbrüche und 3-mal das Cap verteidigt. Und hier auch eine wirklich starke Teamleistung. Fubuki, wie wir uns schon vermutet haben, hier auf den ersten Platz gelandet. Aber ich denke mal, ich habe jetzt hier auch einfach einen guten Job getan, auch wenn wir nur auf dem zweiten Platz gelandet sind. Einfach die zwei gegnerischen T-61, die in der Division waren, dort einfach aufzuhalten, bisschen einzugrenzen. Und der eine von denen sogar auf dem letzten Platz gelandet und der andere auf dem dritten. Also dort haben wir, denke ich mal, einen guten Job gemacht, um das Richtung Sieg zu führen. Und es gab natürlich auch wieder ein bisschen was an Kreditpunkten und Erfahrung, was wir gerne mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen ins letzte Gefecht für diese Folge. So, da sind wir im Gefecht auf der Karte Land des Feuers wieder. Das dritte Mal für diese Folge. Sonst alles soweit unverändert. Der JC Gameplay wieder mit dabei. Dann haben wir noch eine Fubuki. Und sogar zwei Spieler schon hier, die Rang 2 sind in unserem Team. Das ist natürlich cool. Ich hoffe, die werden auch dementsprechend spielen. Und ja, schauen wir mal. Wenn die Fubuki Richtung A fährt, dann werden wir versuchen, das B-Cap zu holen. Und wenn sie Richtung B fährt, dann switch ich auf C rüber. Müssen wir mal gucken. Im Gegnerteam auch wieder hier eine T-61. Da müssen wir natürlich besonders aufpassen. Ja, Fubuki scheint Richtung A zu wollen, oder? Fährt sie doch Richtung B? Ja, sieht doch Richtung B aus. Von daher fahren wir jetzt hier mal Richtung C rüber.
Okay. Haben wir dort gespottet. Haben hier auf jeden Fall vor uns eine Funkortung. Das könnte die Aoba sein, könnte aber auch noch davor ein Zerstörer sein. Ich vermute halt eher ein Zerstörer, der hier noch irgendwo fährt. Obuki oder T61. Die Mutsu da hinten ist in der Division mit der T61, daher sehr wahrscheinlich, dass die T61 hier rechts ist, auch weil wir halt geortet sind. Ein typischer Skill für die deutschen Zerstörer, von daher relativ sicher. Der Zerstörer da rechts. Fahren jetzt doch mal kurz wenigstens ins B-Cap mit rein. Wollte halt nicht zu viel riskieren, weil die Funkortung doch so aussah, als wenn eventuell hier in der Mitte halt ein Zerstörer reinfährt. Ubuki fährt jetzt hoffentlich nach A. Ich versuche mich jetzt hier um C zu kümmern. Und ja, Zerstörer ist im C auf jeden Fall drinne. Und jetzt hier einfach mal ein paar Blind-Torpedos raus. Wir müssen das aber jetzt hier ganz, ganz safe spielen, weil natürlich auch die Aoba dort ist. Hauen dort unsere Torpedos raus. Und nähern uns halt langsam dem gegnerischen Cap. Leider unsere Fubuki hier ein Torpedo kassiert. Das ist natürlich ungünstig. So, aber die Aoba, die bringt sich hier komplett um. Das ist gut. Erstes Blut wird dann gleich fallen. Das nehmen wir gerne mit. Gegnerischer T61 natürlich hier immer noch in der Nähe. Und auch wenn es jetzt ein bisschen hier dauert. Wir spielen hier wirklich auf Nummer sicher und fahren rückwärts hier ins Cap rein. Auch wenn natürlich die größte Gefahr mit der Aoba jetzt raus ist. So, Funkortung zeigt nach links. So, da haben wir jetzt die T61. Durch unseren besseren Kapitän können wir sie outspotten. Muss jetzt hier auch direkt die Smoke drücken und kassiert schon ein bisschen Schaden. Unser Tarnwert ist halt 5,0, gegnerische T hat wahrscheinlich 5,1 oder so und das kann halt schon, wie in diesem Fall zu sehen, halt einen krassen Unterschied machen. Weil dadurch musste er jetzt quasi smoken, ist jetzt auch gegen die Insel gefahren und alles nur, weil wir halt den besseren Tarnskill haben. So, versuchen jetzt dadurch, dass er dort gebeacht ist, Torpedos ein bisschen hinter ihn zu setzen, wahrscheinlich wird er rückwärts fahren. Unser Sonar läuft auch. Cap nehmen wir auch nebenbei ein. Okay, er fährt sogar vorwärts raus. Alles klar. Aber wir haben natürlich jetzt zwei Kreuzer an unserem Rücken, was natürlich ein großer Vorteil ist. Unser Sonar läuft auch noch 30 Sekunden. Das war ein schlechter Schuss. Haben leider jetzt aber auch ein Kreuzer auf der anderen Seite verloren. Aber die T, die kommt hier nicht mehr weg. Die brennt auch. Dadurch der Tarnwert schlechter. So, noch ein Hit. Na komm. Ja, sollte es sein. Perfekt. T ist raus. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Sehr schön. Ich denke aber, wir werden jetzt versuchen, nochmal die gegnerische Fubuki, müsste das sein, zu finden. Die Mutsu, die ist dort gerade keine große Gefahr. Und die Fubuki ist auch gerade im B-Cap reingefahren. Ja, Fubuki war es.
Das heißt, die wollen wir natürlich jetzt hier noch versuchen rauszunehmen. 9200 Schaden ist noch gar nicht die Welt, aber es war sowieso hier ein Gefecht mit relativ wenig Schaden drin. Nur ein Schlachtschiff pro Team. Und ja, die 9000 Schaden waren halt pur gegen die T-61. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Zerstörerschaden dazu kriegen. Wir werden jetzt hier outspottet. Da haben wir die Fubuki. Hier auch ein krassen Kapitän hat, definitiv. Aber wir haben natürlich hier die bessere Feuerpower mit der T61. Wir nutzen das Schadensbegrenzungsteam, da wir zwei Brände haben. Das tut doch schon ganz schön weh. Und die Aoba hat jetzt hier den Last Hit gemacht. Sehr schön. Damit ist die Fubuki auch raus und das Gefecht ist jetzt auch mittlerweile sicher gewonnen. Ja, 17.000 Schaden ist in Ordnung. Nur gegen Zerstörer. Gucken wir mal, ob wir hier noch was abkriegen von der Pensacola. Da ist er auch. Sonst die Mutsu noch über. Und ja, hier solide Teamleistung, definitiv. Können wir uns nicht beschweren. Haben bislang nicht mal eine Smoke nutzen müssen in dieser Runde. Mal ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gegen die Insel fahren. Unser Sieg ist in Sicht. So, switchen auch mal hier zu AP, warum nicht? Deine Kanonen sind eh gerade nicht richtig gedreht. Können wir auch mal ruhig ein bisschen das Feuer hier eröffnen. Kriegt auch noch Torpedo? Ein Torpedo gibt es sogar auch noch. Perfekt. Und das Gefecht ist gewonnen. Sehr geil. Kriegen jetzt hier unseren nächsten Stern dazu. 27.000 Schaden hier. Da haben wir auf jeden Fall ja einiges Zerstörerschaden gemacht. Ich glaube, wir haben von beiden Gegnern und Zerstörern ca. 60% am Schaden gemacht. Was auf jeden Fall ordentlich ist. Und am Ende noch ein bisschen was gegen die Pensacola. 43 Zieltreffer, ein Torpedotreffer, 4 Ausfälle, 2 Schiffe zerstört, 3 Brände, ein Wassereinbruch, 5 Hep verteidigt und 2 Eroberungen unterstützt. Und hier auch eine solide Teamleistung auf jeden Fall. Die ersten 4 Spieler hier bei uns im Team auf jeden Fall alle relativ dicht zusammen von der Basis-EP. Und im Gegnerteam hat die Fubuki auf jeden Fall ordentlich gespielt. Zumindest konnte sie dort den Stern sichern. Außerdem gab es natürlich auch wieder einiges an Erfahrung und Kreditpunkte, was wir hier gerne mitnehmen. Und ich würde sagen, das soll's für die heutige Folge Jagd auf Rang 1 gewesen sein. Wir sind jetzt Rang 3, also vielleicht schaffen wir es sogar in der nächsten Folge sogar den Rang 1 zu erreichen. Müssen wir mal gucken, das wäre natürlich super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.